Willkommen auf meinem GIMP-Kanal zu einem neuen Tutorial. Mein Name ist Michael. Heute möchte ich euch die Illusion der Bewegung näher bringen mit einem Bewegungsunschärfefilter. Und ich nenne das Video Alles in Bewegung oder Everything in Motion. Ja, dazu habe ich mir hier diesen Bus ausgewählt und den werden wir in Bewegung versetzen oder die Illusion zumindest erzeugen und auch den Hintergrund. Ich dupliziere die Ebene, schalte die untere Ebene aus, gehe auf Farben, Komponenten, Zerlegen. Und hier wählen wir uns den Bereich LAB aus, die LAB-Kanäle, Luminanz und A und B Farbkanäle. Dazu habe ich auch auf meinem Kanal schon Tutorials gemacht. Da findet ihr das, wie das genau wie das vor sich geht, wie ihr das einstellen könnt und so weiter. Hier gehe ich auf Farben, Kurven. Und werde jetzt erst einmal den B-Kanal, den B-Farbkanal sättigen. Dann gehen wir hier auf den A-Kanal, Farben, Kurven, den A-Kanal sättigen. Und den Luminanzkanal werden wir schärfen. Dazu gehen wir auf Filter, Weichzeichnen, unscharf maskieren. Hier gebe ich mal den Wert von 10 ein. Und dann schauen wir mal, wie das wird. Vielleicht gebe ich 10,50 ein, um hier noch ein bisschen mehr Klarheit ins Bild zu bringen und bestätige mit okay. Nun gehen wir hin, Farben, Komponenten wieder zusammenfügen. So. Wenn das jetzt hier wieder zusammengefügt ist, der Prozess beendet ist, können wir das schließen, das Fenster, das brauchen wir nicht mehr. Als nächstes gehen wir auf Filter, GMIC, suchen uns bei Colors, Farbtemperatur und stellen das hier automatisch ein. Und da kommt auch noch ein bisschen mehr die Farbe raus. Und das müsste eigentlich auch gleich zu Ende sein. So, nun dupliziere ich die Ebene hier zweimal, schalte diese untere Ebene aus. Und um den Bus, den wir jetzt erst einmal auswählen wollen, auszuwählen, können wir verschiedene Werkzeuge nehmen, hier Lasso-Tool und so weiter. Das möchte ich aber nicht nehmen, weil der Übergang einfach zu hart wird. Deshalb gehen wir hin, nehmen einen Pinsel, Pinselspitze, sagen wir mal bei 0,75, machen ihn nicht zu groß, vorschlagen so in etwa diese Größe und aktivieren die Schnellmaske. Das können wir hier unten machen. Entschuldigung, über dieses Icon hier oder auf die. Ja, können wir die Schnellmaske aktivieren. Und ich stelle jetzt hier mal die Vergrößerung auf 200. Und natürlich geht es nicht mit dem Pinsel, sondern mit einem Radierer. So, nun werden die Übergänge. Das dauert ja jetzt ein bisschen, ja. Also für die Ungeduldigen einfach den Slider des YouTube-Players nach rechts ziehen, bis dieser Arbeitsvorgang beendet wird. Ja, für die ganz Ungeduldigen, aber ich muss das schon noch ein bisschen hier genauer machen. Also die Übergänge sollen weich sein und fließen und nicht ebenso hart wie jetzt mit dem Lasso-Tool oder mit einem anderen Auswahlwerkzeug oder mit einer Maske, wie auch immer. Und wir lassen uns hier so ein bisschen Zeit, um das einigermaßen zu machen. Hier so die Reifen ein bisschen. Hier unten, das muss nicht so genau im Übergang sein. So, vielleicht so noch ein bisschen, dass es nicht ganz so, dass schon einigermaßen ist. Hier auch wieder so einen Reifen rausnehmen. Und hier so ein bisschen die Stoßstange genauer rausnehmen. Ja, hier so. Und dann geht es hier weiter, indem wir den Spiegel dementsprechend auswählen oder mit freistellen wollen. Und jetzt kommen wir langsam hier bei den Kanten zum Ende hin. Und so. Nun nehmen wir den Pinsel, eine harte Pinselspitze, damit wir das besser und schneller freistellen können. Machen den Pinsel ein bisschen größer hier. Das war zu groß.
und werden jetzt nun mal noch mal ordentlich und genau hier diesen Boost freistellen. Das Ergebnis soll ja auch schön werden am Schluss oder einigermaßen brauchbar. Ne? Und deshalb müssen wir uns die Zeit einfach nehmen. Hier ist noch so ein bisschen dieser rote. Alles, was rot ist innerhalb der Auswahl, müssen wir nun entfernen. Machen wir mal bloß auf 100. Und dann wird es auch hier ein bisschen deutlicher. Hier so ein bisschen kleiner machen. Und muss leider sein, auswählen muss man's. Und das ist egal, wie man es macht, es dauert immer seine Zeit. Und so ist es halt nun mal. So, jetzt sind wir ja gleich soweit. Noch ein bisschen größer machen hier. Dauert auch bei mir sowieso ein bisschen länger, weil ich immer auf 16-Bit oder 32-Bit arbeite. Ja, sieht doch mal ganz gut aus. Jetzt werden wir den mal hier ins Fenster einpassen und werden jetzt erst einmal unser Verschiebenwerkzeug aktivieren, damit wir wenigstens hier diesen Radierer los sind. Und werden jetzt da unten hier auf diesem Schalter die Schnellmaske deaktivieren. Und jetzt hat man hier diese marschierenden Ameisen um die Auswahl herum. Jetzt gehen wir auf Filter, Weichzeichnen und dann hier auf diesen Bewegungsunschärfe-Filter. Und jetzt sieht man ja schon, hat es so angefangen, die Illusion zu erzeugen von Bewegung. Aber natürlich geht es in alle Richtungen, das wollen wir nicht. Deswegen gehen wir mal hier hin und werden mal, der Bus fährt ja hier hin, also auch dementsprechend die Bewegungsunschärfe so machen, dass wir in etwa die Illusion haben, dass der Bus eben in diese Richtung fährt. Man sieht hier, da sind noch so ein paar Kleinigkeiten, die habe ich vorher nicht gesehen, aber das stört uns jetzt nicht weiter, weil wir das ja einfach nur als Beispiel machen. Wenn ihr das seht, müsst ihr das halt wieder deaktivieren und die Ebenenmaske aktivieren und das wieder mit Rot bzw. mit dem Radiergummi entfernen. Jetzt haben wir hier so eine Kante. Diese Kante, die sollten wir uns als, ja, als, wie sagt man, als Punkt nehmen mit der Bewegungsunschärfe. Vielleicht kriegen wir das jetzt hier noch ein bisschen, wenn wir das so ein bisschen hochnehmen, dass wir hier ungefähr diese Kante haben und hier unten diese Kante. Vielleicht kann ich das noch ein bisschen hier so machen. Und ich würde sagen, das sieht schon ganz gut aus. Bestätigen wir mit okay. Nun gehen wir hin, gehen auf Auswahl, invertieren. Und nun zeichnen wir auch den Hintergrund in die Bewegungsunschärfe ein. Filter, Weichzeichnen und dann diese Bewegungsunschärfe, diesen Filter, diesen Zoom, Motion Blur. Und auch hier haben wir jetzt hier praktisch wieder unseren Anhaltspunkt, wie wir das am besten machen mit diesen Streifen. Also auch der geht ja nicht nach oben, der Bus und zur Seite, sondern der fährt ja nach unten. Und dann schauen wir mal, dass wir auch hier diese Bewegungsunschärfe in diese Richtung bekommen. Und jo, ich würde vorschlagen, das sieht schon mal ganz gut aus. Auch hier, die Straße geht hier, wird hier weitergeführt. Und was wir jetzt machen ist, wir werden das Ganze hier noch ein bisschen weich zeichnen. Oder weicher machen, außen herum, damit es nicht den gleichen Eindruck macht wie beim Bus und dass der sich ja auch ein bisschen abhebt von der Geschichte. Ja. So, jetzt wird es noch ein bisschen weiter verwischt. Verwischt. Hier. Und jo. Würde vorschlagen, jetzt können wir so lassen. Jetzt kommen wir langsam in die richtige Richtung. Ich bestätige mal mit okay, dass er den Filter dann berechnen kann, sonst dauert das alles wieder viel, viel zu lange. So. Wie gesagt, dauert halt ein bisschen, weil ich auf 16-Bit hier arbeite. Und zum Schluss stelle ich das auch nochmal auf 32-Bit um, damit ich die beste Qualität habe.
bei der Bearbeitung bzw. beim Endergebnis. So. Da ist schon einiges zu berechnen, dauert seine Zeit, aber ich finde, es lohnt sich, weil es einfach ein cooler Effekt ist. Und Auswahl nichts. So, und jetzt haben wir, sieht es schon ganz nett aus. Was wir jetzt machen ist, wir gehen hier Auswahl alles, Auswahl nichts und setzen mal alle Filter zurück. Machen hier. Fügen hier bei der oberen Ebene eine Ebenenmaske hinzu, weiß volle Deckkraft, nehmen uns einen Pinsel und der ist natürlich zu hart. Nehmen uns einen Pinsel, sagen wir mal mit einer 5075er Pinselspitze und die Deckkraft nehmen wir zurück. Und dass das nicht ganz so, sollte ja so ein bisschen die Illusion bleiben. Und nehmen wir uns hier so ein bisschen diese Geschichte hier heraus, diese Bewegungsunschärfe, so ein bisschen zur. So. Okay, ich würde sagen, so kann man es lassen. Jetzt können wir die rechte Maustaste nehmen und die Ebenenmaske anwenden. Und ich würde sagen, jetzt sind wir fertig, das können wir lassen. Die Illusion der Bewegung durch diesen Bewegungsunschärfefilter. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig helfen. Wenn euch mein Tutorial gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen hoch, schreibt mir vielleicht einen Kommentar, vielleicht auch Kritik, vielleicht ist euch die Kante hier zu hart und so weiter, man weiß es nicht. Vielleicht gebt ihr mal auch ein Abo, wäre schön und vielleicht stellt ihr auch meine Videos irgendwo auf Plattformen mal zur Diskussion. Damit hier auch wieder Kritik kommen kann oder Lob, damit ich mich verbessern kann. Ich danke euch recht herzlich fürs Schauen. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.